Im heutigen Video werde ich dein Alter mit Hilfe eines mathematischen Tricks erraten. Ich werde dir gleich ein paar zusammenhängende Rechenaufgaben stellen und ein späteres Ergebnis ergibt dann dein Alter. Du kannst dir gerne einen Taschenrechner holen, damit wir direkt nach dem Intro anfangen können. So, nun pass gut auf. Zu Beginn musst du dir eine Zahl zwischen 1 und 9 aussuchen. Merke sie dir gut, denn am Ende des Videos werde ich nicht nur dein Alter herausfinden, sondern ich werde auch wissen, welche Zahl du jetzt am Anfang gewählt hast. Als nächstes musst du deine ausgewählte Zahl mal 2 multiplizieren. Nun musst du 5 zu deinem jetzigen Ergebnis addieren. Jetzt multiplizierst du dein Ergebnis mal 50. Nun musst du eine dieser beiden Varianten wählen. Falls du in diesem Jahr bereits Geburtstag hattest, dann addiere 1768 zu deinem jetzigen Ergebnis und falls du in diesem Jahr aber noch nicht Geburtstag hattest, dann addiere 1767 zu deinem jetzigen Ergebnis. Und jetzt musst du von diesem Ergebnis das Jahr abziehen, in dem du geboren wurdest. Und wir sind auch schon fast fertig. Du hast nun vor dir eine dreistellige Zahl. Die erste Ziffer ist die Zahl, die du am Anfang des Videos gewählt hast. Die letzten beiden Ziffern sind dein Alter. Hat es bei dir geklappt? Wenn ja, lass einen Daumen nach oben da. Natürlich ist das nur ein Trick, ich bin kein Hellseher. Durch deine Angaben hast du selbst dafür gesorgt, dass dein Alter als Ergebnis herauskommt. Dennoch verblüfft dieser mathematische Trick irgendwie. Und das war's auch schon. Ihr könnt euch gerne noch ein weiteres Video von mir anschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.